Der Erfolgskiller Nummer 1 für viele Prüflinge in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung ist die nicht vorhandene Fähigkeit, Nein zu sagen. So simpel es klingen mag, ist das für viele ein absolutes, ja fast schon No-Go, egal ob im beruflichen Kontext oder im privaten. Wir wollen heute mal genau da drauf schauen, warum das so ein extremer Erfolgskiller ist für deinen Prüfungserfolg und natürlich auch, was du dagegen tun kannst, das in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video, der Erfolgskiller Nummer 1, und zwar nicht Nein sagen zu können, die nicht vorhandene Fähigkeit, Nein sagen zu können. Mein Name ist Marlo Sternecke, ich bin Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESH Examsvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dich erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten kannst. Und dafür solltest du auf jeden Fall erlernen, auch mal Nein zu sagen. Es ist natürlich keine Schwarz-Weiß-Betrachtung, dass ich dir jetzt empfehle, zu allem und jedem Nein zu sagen. Nein. Sondern sehr ausgewählt, aber eben auch mit einer gewissen Stärke heraus. Schauen wir mal auf die typischen Situationen. Wo fällt es vielen Prüflingen verdammt schwer? Insbesondere im beruflichen Umfeld. Das heißt, der Chef möchte irgendwas von einem, die Buchhaltung müssen fertig gemacht werden und das muss vielleicht übernommen werden von den Kollegen oder die Mitarbeiter geben Aufgaben ab und die meisten Prüflinge, die insbesondere besonders engagiert sind, die gutmütig sind und sich um alles immer kümmern wollen, die oder denen fällt es extrem schwer, weil sie auch immer bisher so zurechtgekommen sind, Nein zu sagen. Auch mal zu sagen, ich habe hier meine Arbeitszeiten. Es geht dann nicht darum, mal mehr zu machen, wenn es notwendig ist, sondern es geht um dieses permanente, dauerhafte, bei allem und jedem immer sozusagen Ja und Amen zu sagen, die Aufgaben einfach selbst zu machen, anstatt das so zu verteilen, wie es normalerweise richtig vorgesehen wäre. Das heißt, du musst auch mal lernen, auf der Arbeit, auch gegenüber dem Vorgesetzten, deine Meinung und deine Situation so zu verteidigen und zu schildern, wenn es entsprechende Auswirkungen mit sich bringt. Und zwar die folgende, denn wenn du zum Beispiel bei der Arbeit immer Ja und Amen sagst, alles auf dich nimmst, alles selber erledigst und nie sagst, ich habe die Kapazitäten dafür nicht beispielsweise, dann denkt zum Beispiel der Chef sicherlich auch viel, viel eher, was sowieso noch negativer ist für dich, wenn die immer alles übernehmen kann oder der logischerweise, dann hat die ja wohl oder er nicht so viel zu tun wie zum Beispiel jemand anders, der sagt, ich bin schon voll mit Arbeit, weil wenn du immer Ja sagst, dann scheinst du ja noch Kapazitäten zu haben, sonst würdest du ja sicherlich was sagen. Das ist ein Punkt, aber worauf wir natürlich insbesondere hinaus wollen, ist der Punkt, wenn das immer zu einer Verlängerung der Arbeitszeiten führt, du beispielsweise deshalb deine Lernzeiten nicht einhalten kannst, weil im Büro wieder so viel zu tun war und du hier noch das machen musstest und jenes erledigen musstest, dann leidet immer genau eine Sache darunter, das ist deine Examensvorbereitung. Jetzt kannst du dir überlegen, was ist dir am wichtigsten? Bloß nicht jemandem anderen vielleicht mal in Anführungszeichen vom Kopf zu stoßen, dass du auch eigene Bedürfnisse hast, eigene Prioritäten und das, was vereinbart ist, machst und nachgehst. Darüber hinaus aber genauso hoch von der Gewichtung her, von den Prioritäten her, deine Examensvorbereitung siehst, die nicht permanent darunter leiden kann, dann geht es darum, dass du das Examen erfolgreich meisterst. Das musst du hinbekommen, genauso im privaten Umfeld. Es gibt so viele Prüflinge, die irgendwie noch Buchhaltung übernehmen oder auch im steuerlichen, im Freundeskreis, ich sag mal, den einen oder anderen steuerlichen Tipp geben, oberflächlich gesagt. Und da mal Nein zu sagen, ich habe gerade Examsvorbereitung, ich habe auf der Arbeit viel zu tun, es ist mir jetzt gerade nicht möglich, zeitlich gesehen. Wie viele kriegen das wirklich so über die Lippen, so zu kommunizieren? Und da muss auch niemand sauer sein, dass du in dem Moment auch gerade mal deine Ziele verfolgst, dein Ding nachgehst, deine Vision entsprechend Gehör schenkst bzw. den Fokus darauf richtest, damit du da auch erfolgreich sein kannst. Egal in welchem Bereich es sich oder um welchen Bereich es sich dreht, du musst das erlernen. Und das geht am besten, indem du es mal ausprobierst. Denn was ist das Problem für die meisten? Die können sich das auf Grundlage ihrer Vergangenheit, der letzten Jahre, Berufsjahre, privaten Jahre einfach gar nicht vorstellen, mal zu sagen, nein,
ich kann das gerade nicht übernehmen. Du brauchst es auch nicht großartig begründen. Du kannst je nach Kontext natürlich was dazu sagen. Gerade im privaten Umfeld bist du nicht dazu verpflichtet. Aber das mal auszuprobieren und zu merken, es passiert gar nicht. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt und ich denke, ich muss das immer allen anderen recht machen. Nee, du kannst auch mal offen, einfach ehrlich kommunizieren, dass du gerade voll bist, dass du nicht alles immer übernehmen kannst zu Lasten deiner Examensvorbereitung, wenn du erfolgreich sein willst. Denn keiner wird es dir danken in den Bereichen, wenn du alles sozusagen machst, außer deine eigene Examensvorbereitung richtig zu verfolgen. So einfach und hart muss man das einfach auch mal formulieren. Das heißt, der Chef wird es dir nicht danken, im Freundeskreis wird es dir niemand danken, wenn du einfach dich um alles kümmerst, allen anderen es recht machst, aber du selber auf der Strecke bleibst. Und so ehrlich musst du mit dir selber sein. Das musst du mal für dich mitnehmen und reflektieren, wenn das auf dich zutrifft. Und dann mal schauen, wie du Schritt für Schritt dich da rausarbeitest, auch mal Nein zu sagen. Und fange sonst erstmal an, dass du sagst, nein, im Freundeskreis nach der Examensvorbereitung erst wieder. Bis dahin kann ich das nicht übernehmen, ich habe nicht die zeitlichen Kapazitäten, wenn du es begründen möchtest. Wichtig ist, dass du eine Haltung aufbaust, dass es in Ordnung ist, dass du da dich nicht schlecht fühlen musst, wenn du in dem Moment mal nicht weiterhelfen kannst, weil du dir erstmal auch selber helfen musst. Wie im Flugzeug mit der Sauerstoffmaske, wenn du allen anderen hilfst, aber vergisst, deine eigene aufzusetzen, dann wird es auch da nicht unbedingt erfolgreich ausgehen. Du weißt sinngemäß, was ich damit meine. Und deshalb reflektiere das sorgfältig, verinnerliche das und komm da einfach auch von der Persönlichkeitsentwicklung auf ein neues Level, auch mal deine Bedürfnisse und deine Meinung offen und ehrlich zu vertreten. Das spricht überhaupt gar nichts dagegen, auch wenn sich das in deinem Kopf vielleicht noch unangenehm anfühlen mag. Und wenn du dabei oder auch generell insbesondere in deiner Examensvorbereitung Unterstützung benötigst, bist du wie immer natürlich auch herzlich eingeladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden. In den 60 Minuten mit unserem Strategieexperten schauen wir mal, was deine Brandherde sind, wo wir auf jeden Fall rangehen müssen, damit du in deiner Examensvorbereitung erfolgreich sein kannst, damit du diese Punkte hinter dir lässt, dich auf das Examen und die Vorbereitung fokussieren kannst und dann natürlich vor allem damit Fortschritte erzielst und deine Lernzeiten eingehalten bekommst. Ansonsten, wie eben schon gesagt, reflektier das. Setz das um, ändere was, wenn du erfolgreich sein willst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.